So, ich bin Mr. Zero LP und es geht weiter in Counter-Strike Global Offensive und wir zocken jetzt Ferdigo. Die Map heißt so und einfache Bots sind eingestellt und ich gebe Stoff. Kurzer Ladebildschirm und dann geht's ab ins Gemetzel, ins Abenteuer, ins Geschieße, ins Gemache, ins Getue, ins Geknalle, was auch immer. Dann schauen wir einfach gleich mal. Mutwasser trinken, okay, Mutwasser. Nein, Spaß. Ist ja nicht Amnesia. So. Bums. Antiterror-Einheit. Ja, das bringt uns gar nicht wirklich viel. Wie geil ist das? Warte mal, ich will mal ganz kurz was testen. Was ist das denn für eine. Was ist das denn für eine billige Animation? Naja, egal. Eine billige Scheiße. Schöne Map. Ist halt cool, dass wir jetzt immer andere Maps haben, die wir zocken können. Vielleicht auch Ruckler gerade in X-Bits, war nicht in meiner Schuld. Und mein Headset drückt mir gerade auf meine Ohren. Kauft euch nicht das Fatality bei großen Ohren, ne? Sonst super Headset, kann ich sonst jeden nur an. Warum ist das hier eigentlich offen? Es sieht halt hammer geil aus, ne? Gut, wir wollen jetzt hier ein bisschen rumballern und jetzt nicht über die Grafik, naja, nicht über die Grafik auslassen, wie geil die ist und bla 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 bla. Warum wechsle ich so auf die Waffe? Ich habe keinen Plan, ich muss erstmal gucken, wo hier meine Gegner sind. Die verstecken sich so gut von mir. Kannst dich mal treffen, du Spast. Alter, wie einfach seid ihr denn hier bitte? Ist ja billig. Ist ja voll billig. So. Billig, billig. Nein. Da hinten ist einer. Komm her. Ich hab dich eh gesehen. Du brauchst nicht mehr wegzurennen. Du bist eh gleich tot. Oh! Hä? Was ist denn jetzt? Warum willst du so oft nach? Oh, Junge. So, das macht ein geheimer Geld nicht. So, bist eh gleich tot, hatte ich recht. Du bist auch gleich tot. Hatte ich zweimal recht. Nein, da ist ein Gegner und ich muss mir gerade an der Stirn kratzen. Er kann eh nichts machen. Was ist das denn hier? Cool. Ha, da ist einer, oder? Gesehen, Mann. Ich hab dich gesehen. Hier, komm her. Tschüss. Ja, so sinnvoll. Guck mal, dann gehst du hier hin und ballerst den Typen einfach ein bisschen die Wand hier. Das ist gut spritzt. Oh, 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 shit. So billig. So billig bin ich nicht. Machen, Junge. Reicht das ihm noch nicht? Nicht schlecht. Hier, komm. Ist er tot? Ich hab keine Ahnung, ich glaube nicht. Ja, wir können ja nicht durch. Ha, Double. Ich habe einen gekillt, dafür wurde ich schnell gekillt. Nein, ich wollte nicht wechseln. Jetzt kommt mal eine richtig nette Waffe. Tschüss. Ah! Oh, fuck. Komm her. Das trauen die sich immer nicht. Hm. Gehe ich jetzt ein Risiko ein und sterb vielleicht? Ja. Dafür bin ich lieber mal gestorben. Hallo, hallo, was denn? Ey, ich bin neu gespawnt. Warum habe ich nur noch 10 Leben? Verarschen. Junge, das
war jetzt unfair. So, weg mit dir, du Spasti, und schieß mich nie wieder an. Was mache ich das mit deiner Kehle? Oder das? Sie ist ausgeschossen. Für immer für dich, mein Freund. Piss dich, danke. Mach unseren Boden hier nicht schmutzig mit deinem Scheißblut. Blut uns hier nicht so. Oh, oh, vorsichtig. Oh, Waffe ziehen. Na, das trauen sich aber nicht. Die kommen nicht hin. Doch, die kommen doch hin. Die sterben dafür, oder ich meine. So. Immer schön gucken, wo man langläuft, Kollege, ne? Du respawnte Leiche. Hier ist keiner. Und in die Fresse. Ja. Gut, diese Session bin ich aber extrem wieder gut gelernt. Ich weiß auch nicht. Rennt durch mich durch, Kollegen, genau, rennt durch mich durch. Macht alles hier so, ne? Ja. Ich mache auch gleich hier eine Aufnahmepause nach dieser Episode hier rechts dann gerade wieder. Oder unten ist einer, wa? Das wird nichts, Kollege, lass meine Freundin in Ruhe. Tot bist du jetzt. Toter Freund. Boah! Aber gut. Ey, ich will ja, du Spaß. Ich hab mich da vorne schon erledigt. Ey, bleib doch mal tot. Jetzt renn ich weg, wenn ich dich gehen will. Jetzt und jetzt schön. Genau, verpiss dich. Ah, es war ein anderer. Glaube ich. Ey, warst du aus einer von uns, oder? Das merke ich erst dann, wenn er mir keinen Schaden zufügt. Oder wenn er mir Schaden zufügt. Du weißt, dass er keiner von uns ist. Mhm. Cool. Ein Schuss und du bist im Eimer, mein Freund. So, wer schleicht da hinten rum? Du schleichst. Achso, du bist von uns. Sorry, Kumpel. Oh, du aber nicht. Du aber nicht. Du willst auf die Fresse. Du kriegst auf die Fresse, Kollege. Aber dich messer ich. Zack. In die Eier. Hier. Das war so der rechte, der linke Nebenboden hier, dem ich ihn gemessert habe. Er ist an seinen eigenen Eiern verblutet oder so, keine Ahnung. Ja. Auf die Folge freue ich mich auf YouTube jetzt schon, ne? Also es wird wahrscheinlich lustig. Ja, ja, mal wieder eine coole Knarre. Die würde ich jetzt mal benutzen. Nein, für den Boden, der sich freiwillig durchlöchern möchte. Ja, du, danke, hier cool, kann ich die Waffe kurz testen. Danke sehr. Öfter doch. Hier geht's hoch, ey, hier ist frisch gemalert, wa? Hier ist nur der Farbeimer. Kann der auch in die Luft fliegen? Was ist das denn für ein dummer... Boah, und der fliegt daneben wahrscheinlich, so. Komm her, komm her. Und, hallo, was war das denn jetzt? Fuck, ich wollte eigentlich da runtergehen. Ne? Kann ich mir jetzt abschminken, wirklich? Kann ich da jetzt vergessen? Lecker Schnürschuh. Boah. Das werde ich mir definitiv holen, dieses Counter-Strike. Das ist lustig. Das werde ich mir kaufen. Das ist ja nur die Steam-Version hier, also wo die testen kann. Ich frag mich, warum ich gerade wieder gestorben bin. Ich muss ja kurz drüber labern, so. Jetzt stirbst du auch gleich mal beim dritten Schuss. Wo du nicht respawned bist. So.
Aua. Eigentlich habe ich keinen Bock mehr. Ich kann mich hier keine Waffe entscheiden. In den Po! Red war nicht gesehen. In den Po. Du sagst ja nicht, also in den Po. Gut. Die Scheiße ist vorbei. Jetzt bin ich zwar gerade wieder hier unten, aber das bringt mir auch nichts mehr, weil die Runde ist vorbei und ich würde sagen. Haut da rein, meine Leute. Bis zur nächsten Session und bis dahin, Tschüssikowski, Leute. Habt dann noch einen schönen Tag und dann sieht man sich in der nächsten Aufnahme wieder mit einer volleren Festplatte und Geschwegen. Macht das gut und tschüss.